ist aber nicht mein Heimatplanet. Da ist wohl irgendetwas schiefgegangen. Erst war ich auf diesem Wüstenplaneten. Und dann finde ich mich hier in dieser komischen Höhle wieder. Alles klar. Und damit, meine Lieben, mein Freund, herzlich willkommen zu Forever Stranded Last Soul, Lost Souls. Sowas. Willkommen. Yeah. Ja, Entschuldigung, das ist gerade die Schauspielerei. Sollte ja ein bisschen echt wirken. Und wiederum, what the fuck, du hast Forever Stranded doch nie durchgespielt. Ja, das habe ich. Nicht, wirklich nicht, weil ich es nicht konnte. Aber ja, sollte halt so ein bisschen Echtzeit selber sein. Entschuldigt bitte. Ja, dieses Projekt spielen wir nur irgendwo auf Peaceful, wegen weil es einfach sonst zu hardcore ist, für mich zumindest. Entschuldigt dies bitte. Aber schon an die Items zu kommen ist und wenn man dann noch mit den Monstern zu tun hat, das ist nicht so mein Fall, ne? Genau. Ja. Gut. Wir spielen übrigens auf der neuesten. Das Modpack findet sich auf der neuesten Minecraft-Version auf der 1.12.2. Es sind insgesamt 203 Mods aktiv in dem Modpack enthalten. Modpack-Download ist via Curse. Twitch Desktop-App. Könnt ihr dann auch mal auf meiner Website vorbeischauen? Die müsste mittlerweile online sein. Vielleicht habt ihr dann auch den. Kommt der auch direkt dann zum Download-Link. Wollte ich nur mal gesagt haben. Genau, ich würde sagen, wir fangen dann direkt mal an. Ich habe mir natürlich die Welten vorher schon mal so ein bisschen angeschaut. Also ich bin jetzt ja nicht von schlechten Eltern, ne? Wieso zwei Steinschwerter, da fragt er mich auch was. Ne? Genau. Gut. Ja, ist ja schon gut. Gut. Dass ich mir das im Voraus schon mal angeguckt habe. Genau, ich habe immer noch eins, der ist Game und Keep Inventory auf 2. So. Ne, genau. Ja, komischerweise, ich weiß auch nicht warum, ist die Distanzen und die Anzeige nicht dabei. Ich weiß auch nicht wieso. Und dieses Better Questing sieht auch irgendwie anders aus. Was könnte man auch craften? Ja, keine Ahnung. Ja, so. Und ich würde sagen, dann beginnen wir auch gleich mal mit den Quests. In jedem natürlich Netherstyle gestaltet und wie man hier sieht, ja, genau, wir haben hier verschiedene Quests, allerdings muss man zuallererst erstmal dieses hier machen. Genau, und dann noch einmal das hier, damit alles funktioniert. Genau. Jetzt haben wir nämlich wirklich nur noch die Survival, die anderen Quests können wir vorerst nicht machen, was legitim ist. Sondern zwar hier ankämpft Lord, ah ja, stimmt, wegen dem Hardcore-Tool, genau. Ja, Enable Hardcore, da sind wir jetzt auch, Admin Hardcore Mode off. Ja, genau, denn das möchte ich nicht. Genau, und dann beginnen wir ganz typisch hier mit diesen Extra Lives. Das ist schon
ziemlich weit fortgeschritten. Das ist nichts für mich. Da könnte man dann auch hier verschiedene Sachen auswählen. Selbstverständlich, so Premium FS ist halt. Ja, Loot Chests sind natürlich auch wieder mit dabei. Nicht zu verachten. Ja, zuallererst brauchen wir allerdings Pile of Gravel und Gravel. Ja, vorher haben wir auch. Vorher geht's hier nicht weiter. Und dann möchte ich noch Slash Effekt Timo 26 Minecraft Fire Resistance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 False. Effekt. 6 Seconds Amplifier Play. Boah, ist das Effekt Play, okay. Ach so, 1. Holz. Ah, stimmt, andersrum war es. Ich bin auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Null. Keine Ahnung. Hier. Ja, keine Ahnung, mehr auch Schnuppe. Gut. Wir brauchen wie gehabt Gravel. Genau. Genau. Weil leider Gottes, ich habe gesagt, weil die natürlich nicht hoch Gravel ist. Beziehungsweise da hinten müsste Gravel sein. Ah, da gibt es auch direkt zur Niederfestung. Wie man vielleicht gesehen hat. Ja, diese Feuerblumen. Diese nervig. Natürlich. Ja. Noch zwei Quadrat. Genau. Muss uns aber nicht gleich verbunden haben, ne? So. Gut, dann hätten wir das. Dann können wir hier schon mal gucken. Dann können wir hier halt für Quadrat haben. Quadrat liegen. Nicht sicher, ich würde sagen, wir nehmen die Loot Chest. Ne? Um mal zu gucken, was es hier so gibt. Herd Container. Alles klar. Okay. Keine Ahnung. Egal. Gut. Questing completed. Die erste. Ne? Gut. Fiber. Sender ist Fiber. Die ganzen Quests aber auch komplett. Ja, da brauchen wir halt noch Windflickfilm und so.
Dann lebt wie Klavier eigentlich immer mehr. Oder 3 und das habe ich natürlich nicht. Das bedeutet, ich muss mal Flint gucken, ne? Kann man natürlich aus Flint. Gut. Aus 2 Quer. Ist das ein scheiß Herz? Entschuldigung. Alles klar. Okay. Das ist gut. Vielleicht Flint, das stimmt aber gut. Das stimmt, Alter, wo habe ich den her? Keine Ahnung, kann mir das recht sein. Ja, hier dann nehmen wir direkt hier den Augsäckling, der uns aber nichts nützt. Beziehungsweise, ja, kaum was nützt, weil wir haben keine Erde. Ne? So, haben wir gewartet. Genau, keine Ahnung, warum man das eigentlich wieder, aber Fiber. Komm, Digga. Geht doch. Gut, genau. Ja, ist schon klar. Genau, da wäre ich jetzt für die 2 Lutjes, man weiß ja nie, und da oben drauf bekommen wir auch noch einen weiteren Oak Sapling. Was ich der Waterstone. Ah, das ist klar. Kenn ich noch gar nicht. Experience Essence und Experience Chunk. Aha. Stimmt, damit kann man dann wahrscheinlich Experience Doublet. Genau. Und die Experience Chunks. Oh. Nice. So schnell kann man Level farmen, ne? Zenerys 2. Und noch eine Loot Chest. Nice, 2 Chests. Und glaub mir, die können wichtig sein, denn. Denn. Wenn ich jetzt mal hier Chest, also eine Stück normal Chest craften will, geht nicht mal so einfach, ne? Auch so eine Chest. Da hat diese Ding. Ne? Also so eine Chest. Die habe ich zwar hier, aber trotzdem, also das ist
Besser, viel besser. Okidoki. Das hatten wir. Dann, ich brauche Sticks. Ne? Sticks. Und Sticks bekomme ich, keine Ahnung. Stick. Sind nämlich mit Chat alt und sofort das kann man die finden. Und seit wie Scrapbox ist, ne? Mit Block Cutting Machine. Gut. Eine generelle Frage wäre. Ah, stimmt, die gibt ja heute, aber. Ich kann es nicht gesagt haben. Oh. Wie viele Sticks brauche ich? Das war einfach. Das war einfach. Ne? Gut. Ich bin tatsächlich hier für die Sticks, weil ich weiß. Ja. Flint Hatchet, ja genau, da brauchen wir jetzt eine Flint Hatchet. Müssen wir craften. Flint. Hallo? Hatchet. Jetzt gibt es halt so für ein Crafting Tool. Was ist jetzt der Stein und Naked Flint. Ja, dafür brauche ich erstmal eine Werkbank. Und dafür brauche ich was? Holz. Ne? Richtig. Richtig, richtig. Richtig. Was? Nicht der Ernst. Ich kann kein Holz abbauen. Was soll das? Was ist das für ein Block? I'll be on the track, red track, red track. Ich hab die doch nicht mehr aufgesammelt. Was? Wo holen wir den Flint Hatchet momentan? Ah, die kommen also. Ich war mal wieder stark kompetent. Stark kompetent, ne? So. Gut, das hatten wir. Und ausnahmsweise mal kurz, weil das
Spalte. Nein, genau. Gut. Dann hätten wir dieses Ding hier. Dann, wo ist man? Da ist es. Genau, da könnten wir uns jetzt noch entscheiden, was wir nehmen. Wir haben. Moment mal, mein Steinschwert ist. Genau, so gut. Gut. Entweder Kurve, weil ich bin halt stark in Loot-Chest, ne? Ganz einfach, weil aus den Loot-Chest kann man auch einen Cobblestone-Generator rausbekommen. Cobblestone-Generator wäre unheimlich wichtig. Aber kein Cobblestone-Generator rausbekommen. Das ist Schießdreck. Naja. Was soll man ändern? Obwohl wir brauchen insgesamt 8 auch gut. Ich habe 2. Na gut. Kümmern uns später noch drum. Ich würde sagen, Flint Pickaxe brauchen wir. Eine Flint Pickaxe, die geht folgendermaßen. Ne? Genau dafür brauchen wir dann jetzt gut. Und eine Schufel. Brauchen wir auch. Sollte funktionieren. Gut. Komm. Geht doch. Ja, genau, da kommen wir uns jetzt extra drauf. Das ist allerdings nicht gut, weil es eh egal ist, ne? Shears. Gut, tschüss. Okay. Na gut, es gibt Besseres. Es gibt Besseres, ne? So. Habe mich ob das hat auch Holz ist es ist El Parkwood und ich brauche hier einfach gut. Da können wir ja aha. Genau, das hätten wir dann. Dann können wir jetzt hier auch wieder entscheiden, was wir nehmen wollen. Wir könnten theoretisch 2 Diamonds übernehmen, ne? Wobei, wie gesagt, weil ich bin Holzfan. Ja, okay. Experience kriegen wir noch dazu. Also, damit hätten wir das auch vorerst geschafft. Dann ja, brauchen wir eine Werkbank. Das ist eine Crafting Task. Es ist eine Crafting Task. Ja. Ja, immer doch, ne? Immer doch craften. Gut. Das sind wir auch. Dann können wir halt Flintblocken und Chest. Auch gut. Würde ich jetzt mal so stark bevorzugen, ne? Weil Oakwood ist wichtig. So. Upgrade to Iron können wir noch nicht. Nether Furnace können wir machen. Das ist nämlich extrem einfach. Ich glaube, wir brauchen nur 8 Nether. Und hallo? Netherwerk kann man hier zu Genüge. Ja. So, dann müssen wir den nur noch craften, ne? So. Gut. Da haben wir ja auch einen Ofen. So. So. Genau. Dann
könnten wir jetzt halt Nether Quartz, bla bla bla. Das ist halt in. Könnte man so und so sehen. Ich bin wieder stark für die Loot Chest. Oh Mist, da fällt mal ein Iron, aber der ist jetzt eigentlich voll. Ja. Die hat zwei Chunks bei den Jörnern. Den größten Chunks auf Campus. Aha. Okay. Irgendwie schon mal ausgesehen. Ich habe jetzt so ein Fadenkreuz, ne? Nice, ne? Gut. Gut, wie lange geht denn die Aufnahme schon? 26 Minuten, ich würde sagen, für das reicht für diese Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Da. Abonniert, wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt. Und aktiviert auch die Glocke, damit ihr wirklich kein einziges Video mehr verpasst. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Voll was du endet, Lost Souls. Bis denn, macht's gut und tschö mit Ö. Und passend wird ein Backup gemacht. Ja. Ciao.